Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Need for Speed Underground Rivals. So, wir haben, was haben wir jetzt eigentlich an Geld? 25. Reicht das überhaupt für ein Auto? Nee, ne? Wir sind schon bei Mitte der 30er. 48 sogar. 46, 44, ja, den haben wir ja. 44 oder so. Da fehlt ja noch ordentlich Schmotte. Ding. Wir continuen. So, hier haben wir alles. Tuner-Klasse. Den GTO, den haben wir nicht. Den Charter haben wir gemacht. Den Lancer, den haben wir auch nicht. SVT Turbo haben wir nicht. Die Corvette, die können wir machen. Weil die haben wir. Das war irgendwo hier, ne? Genau. Wie schön die zur Seite wegzieht. Schnell mal speichern. Oh, das klingt aber wirklich gut. Danke.
last commercial. Even Lil Bad Wow throwing it up. Beat the cake, fucking like that's what's up. Can't keep telling me to stick about the rucker. Matter of fact, I don't want to stick about the rucker. Now even Pee Wee Kirkley could imagine this. My team didn't have to play to win the championship. Come on, don't dance and just pull up her pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on, I said my don't dance. Was war denn das? Einparken, bevor das Rennen zu Ende ist. So macht man das aber nicht. Donut. Thank you.
Battle it out. Nee, das machen wir mal noch mal. Das geht noch besser. Nämlich so. So machen wir das. Gar nicht mal so schlimm. Mist. Viel besser.
Nee, hier waren wir. Kleine Zeit brauchen wir nicht. Super, da fehlt uns noch was. Skyline fehlt uns auch noch was. Und die anderen haben wir nicht. Mal sehen, ob es wirklich so haarig ist, wie ich es in Erinnerung habe, oder ob es klappt. Scheiße. Und noch einmal. Aha, hast dich hingemault.
Und wieder hingemault, sehr schön. Sind das eigentlich 4 Runden und nicht 3? Schade, diesmal hat er sich nicht in die Mault. Ah, jetzt hat er aber sich wieder hingemault. Ist da gerade einer falsch rumgefahren? Schaffst du nicht, schaffst du nicht, schaffst du nicht. So, was war das andere? Supra. Quatsch, der Skyline.
Na, das ist doch eine schöne Stelle. Beziehungsweise hier, damit man nicht gegen die Bäume kracht. So zum Beispiel. Oder so. Dann fahren wir eben außen rum. Dann eben hier. Ich hatte doch gerade eben noch 6 Sekunden Vorsprung. Warum sind denn das jetzt nur noch 3? An meinem Fahrstil kann es ja eigentlich nicht liegen. Der ist ja perfekt. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Dort sich hier gegen die Decke?
einfach gegen die Dicke. Das ist ein Ding. So, ja. Das reicht, glaube ich, nicht für ein weiteres Auto, ne? Ne. Das wird nix. Okay. Dann machen wir mal im nächsten Video weiter und gucken mal, was wir hier noch Schönes machen können. Also, bis gleich.